Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es die Neuzugänge Juli. Shame on me tatsächlich. Es sind 13 Bücher. Es sind nicht so viele, wie es schon waren. Ich weiß aber, also das soll mir jetzt, das ist mir wirklich eine Lehre. Das war das letzte Mal für dieses Jahr hoffentlich, dass es über 10 Bücher sind. Generell einfach ja auch wegen der Sub-Abbau-Challenge mit Lena und auch einfach für mich, weil ich es gerade ja nicht möchte. Ich weiß, dass viele von euch trotzdem Verständnis dafür haben, aber generell möchte ich es einfach nicht mehr so eskalieren lassen. Ich habe mich im Juli an manchen Tagen einfach nicht so wohl gefühlt und habe dann gedacht, ich kaufe mir Bücher, um mich besser zu fühlen. Ist natürlich eigentlich nicht die richtige Lösung, war aber einfach so. Und ich finde, man darf da auch einfach mal offen drüber sprechen. Also wenn ihr auch Frustkäufer seid, ihr seid damit nicht alleine. Aber ich denke, dass man sich dessen dann bewusst werden sollte und vielleicht auch, warum man gefrustet ist. So viel dazu. Und jetzt widmen wir uns den schönen neuen Büchern. Und ein bisschen ASMR gibt es auch dank Fussel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hören könnt, vielleicht schon. Das erste Buch, das ich mir gekauft habe, ist Legendborn. Der geheime Bund. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich dachte, das würde eine Trilogie werden. Jetzt hat mir aber jemand auf Instagram geschrieben, dass das ja eigentlich ein Einzelband ist. Wenn ihr das richtig wisst, schreibt es gerne gleich mal in die Kommentare. Und weil ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Deswegen, falls ihr es wisst, go. Und ich will gerade auch nicht googeln, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil oft, wenn ich Videos drehe, gucke ich auch immer wieder aufs Handy, lasse mich davon ablenken und das will ich nicht mehr. Deswegen gucke ich jetzt auch nicht deswegen aufs Handy. Wenn ich es nicht vergesse beim Schneiden, dann schreibe ich es euch hier noch hin. Machen wir so einen Deal, okay? Falls es aber irgendwie nicht stimmt, dann sagt ihr Bescheid. Soll ich euch die Klappentexte vorlesen? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr generell die Klappentexte oder halt eine kurze Zusammenfassung des Klappentexts in den Neuzugänge-Video wollt oder einfach nur eine Vorstellung der Bücher. Ich mache es mal so, dass ich so eine ganz schnelle Zusammenfassung mache. Ich versuche es, weil 13 Bücher ist ja ein bisschen viel und wow, warum erkläre ich eigentlich so viel drumherum? In dem Buch Legendborn geht es um Bree und Bree fängt gerade wieder am College an, als etwas Schreckliches passiert. Jetzt ist mein Akku auch noch leer, ich kriege die Motten, ehrlich. Moment bitte. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Also, in Legendborn geht es um Bree. Bree hat ihre Mutter verloren und 3 Monate nach dem Tod der Mutter fängt sie wieder am College an. Und als sie dabei einen Dämonenangriff sieht, sie wird quasi Zeugin dessen, erinnert sie sich wieder an Momente der Todesnacht ihrer Mutter, die mit Magie ermordet wurde. Und irgendwie kommt ihr das Ganze etwas merkwürdig vor. Und sie stößt dabei auf den Geheimbund Legendborn und hofft nun endlich Antworten zu finden. Genau, aber was sie entdeckt, übersteigt ihre Erwartungen, steht als letzter Satz hier dran. Klingt richtig gut, ich freue mich sehr. Was ich aber sehr, sehr schade finde, ist, dass das Cover irgendwie geändert wurde. Es sieht im Amerikanischen viel, viel schöner aus als im Deutschen, muss ich sagen. Generell, falls ihr Vorschläge habt für Buchcover vergleichen, schreibt die gerne in die Kommentare. Also möchtet ihr Deutsch-Englisch, möchtet ihr es macht am meisten Sinn, Deutsch-Englisch. Und wenn ja, welche Bücher oder welche Ausgaben soll ich mir angucken? Was interessiert euch? Wo wollt ihr meine Meinung zu hören? Schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt hören wir auf mit in die Kommentare schreiben, weil heute erwarte ich ganz schön viel von euch. Tut mir leid. Ich mache das immer so random, wenn mir gerade was einfällt, dann rede ich quasi in die Kamera das rein, damit ich es nicht vergesse. Ja, und ich liebe es, eure Kommentare zu lesen, auch wenn ich es nicht schaffe, sie alle zu beantworten, weil ich einfach 40 Stunden die Woche arbeite und das hier mein Hobby ist. Aber ich liebe es, sie zu lesen und ich versuche, alle zu herzen und einen Daumen nach oben zu geben, als Zeichen dafür, dass ich sie gelesen habe. Ja. Als zweites Buch habe ich mir eine Fortsetzung gekauft und zwar ist es Flash and Fire, Liebe kennt keine Grenzen. Das ist der zweite Band von Jennifer L. Armentrout. Hier lese ich den Klappentext nicht, der würde spoilern. Es geht hier um Poppy. Poppy ist eine Auserwählte. Sie muss sich immer verschleiern. Sie darf sich nur vor ihren Allerängsten entkleiden und entschleiern. Und sie ist die Jungfräuliche und was das bedeutet und was Hawk, ihre neue
Wache dazu sagt, müsst ihr im ersten Band selber lesen. Ich fand den ersten Band grandios, obwohl ich tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Buch hatte. Und weil ich mit einer Freundin eben bald den zweiten Teil lesen möchte, habe ich mir den eben gekauft. Das war kein Frustkauf. Dann kamen noch zwei verspätete Geburtstagsgeschenke bei mir an. Vielen Dank an euch nochmal, Mädels. Und zwar einmal Two Sides of the Dark, Verliere nicht dein Herz, es könnte dich das Leben kosten, von Alexandra Flint. Alexandra Flint ist bekannt auf Instagram als Alexandra Nordwest. Sie ist dann selber erst Buchbloggerin gewesen und inzwischen auch schon Autorin. Ich glaube, das ist inzwischen ihr fünftes Buch, wenn ich es richtig weiß. Und es hat einen sehr, sehr großen Hype erfahren, sehr viel Zuspruch. Das war auch der Grund, warum ich es erstmal nur auf die Wunschliste gesetzt habe und mir gar nicht direkt selber gekauft habe. Es geht um Taylor und Taylor trifft auf Jo und die beiden fühlen sich vom ersten Moment an zueinander hingezogen. Und es ist so, dass Jo ein gescheiterter Schauspieler ist und Taylor kommt aus dem Moment, nicht, dass ich das jetzt falsch sage, aus Emmerdale und das ist ein Genmanipulation spezialisiertes Forschungslabor und Taylor ist auf der Flucht. Beide wollen die Vergangenheit hinter sich lassen und eben gemeinsam ein neues Leben beginnen. Ja, doch desto näher die beiden sich kommen, desto größer ist auch die Gefahr, dass sie entdeckt werden. Was mit den beiden passiert, muss ich ja selber noch lesen, sonst wäre es ja kein Neuzugänge-Video. Aber ich freue mich sehr und ich finde das Cover einfach irgendwie cool. Ich verliere mich da sehr drin. Und was ich auch toll finde, ist quasi, wenn man das zweite Buch dazu hat, dann ergibt das hier ein Gesamtes. Ob ich das in meinem Rainbow Shelf stellen kann, weiß ich noch nicht, aber ich werde es versuchen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und falls ihr da auch irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Generell zu allen Büchern. Ich werde es nicht nochmal sagen, meine Güte. Außerdem habe ich von den Mädels die Krone aus Asche von Mara Wolf bekommen. Das blendet so blöd, weil da noch die Folie drumherum ist und außerdem ist es ein silberner Schutzumschlag. Ja, das ist quasi der dritte und letzte Teil zu Zepter aus Licht, zu den Atlantis-Chroniken. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dieses Buch bekommen habe. Hallelu und ja, wirklich, weil jetzt kann ich endlich den zweiten Band lesen. Ich weiß, neulich wurde mir kommentiert, hey, den dritten, der ist doch schon erschienen. Aber ich habe mir den dritten nie gekauft, weil ich ja eigentlich die Subabbau-Challenge machen wollte. Habe aber den zweiten nicht gelesen, weil ich ja den dritten nicht hatte. Und ja, eigentlich hätte ich nicht kaufen dürfen. Naja, was soll's. Aber ja, da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Ach so, um was geht's in den Atlantis-Chroniken? Es geht um eine etwas andere Welt von Atlantis. Ich halte nochmal kurz das Buch hoch, damit ihr wisst, von was ich spreche. Es geht darum, dass Atlantis ja versunken ist. Diese Sage oder Geschichte kennen wir ja, glaube ich, alle, spätestens nach dem Disney-Film. Jedenfalls meine Generation. Das betone ich so, weil ich eine Freundin habe, die 10 Jahre jünger ist als ich ungefähr. Und das manchmal, da merke ich manchmal krass, wie der Altersunterschied ist, wenn wir über so Dinge aus der Kindheit reden. Deswegen betone ich das so. Jedenfalls geht es darum und es geht um Neferetari, deren Bruder schwer krank ist. Und sie ist darauf spezialisiert, verschwundene Gegenstände zu finden. Und sie soll das Zepter aus Licht finden. Und der Engel macht ihr dafür ein, also es geht auch um einen Engel, der macht ihr ein sehr unverschämtes Angebot. Und sie nimmt an, weil sie hofft, ihren Bruder dadurch zu retten. Genau, und das ist dann die Fortsetzung, weil das ist der dritte und letzte Band der Trilogie. Und irgendwann letztens hatte ich mal nach Empfehlungen zur Artus-Sagen gefragt, weil ich das generell irgendwie cool finde. Gerade in Knights geht es ja auch um die Artus-Sage. In die Silberschwingen im zweiten Band spielt es so ein bisschen eine Rolle, aber es gibt wenig Bücher, also Jugendfantasy-Bücher, die diese Sage aufgreifen. Und dann habe ich mal gefragt, und angeblich soll es in Mund, Silber, Licht auch irgendwie drum gehen. Und die Bücher gibt es ja schon länger auch im Self-Publishing von Mara Wolf. Und ich muss aber sagen, dass mir die im Paperback einfach null gefallen. Die sind auch von dem Anfassen her nicht schön. Und ich weiß nicht, seit wann es jetzt diese Hardcover gibt. Die sehen so aus, aber ich fand es einfach sehr, sehr schön und das hat jemand gebraucht, aber ungelesen auf eBay verkauft. Die gibt es aber noch gar nicht so oft. Es ist witzigerweise auch signiert, allerdings nicht auf Lisa, aber ist ja egal.
Und als ich das dann entdeckt habe, habe ich gedacht, ach komm, den ersten Band, den kannst du dir jetzt im Hardcover mal gebraucht kaufen, dann weißt du wenigstens, ob es was für dich ist. Und dann kannst du dir die anderen auch noch bestellen. Das ist die Vorgeschichte zu Federleicht. Und tatsächlich hat Netflix die Filmrechte an dem Buch gekauft, weil das tatsächlich die bestverkaufteste Reihe von Mara Wolf ist. Wusste ich auch nicht, bin ich super gespannt. Und irgendwie habe ich gedacht, na komm, wenigstens den ersten Band, bevor es irgendwie mal doch die Serie gibt, kannst du mal lesen. Deswegen habe ich das jetzt hier. Es gibt eine Buchreihe, die von der Bücherbüchse, das ist so eine, die haben angefangen mit Buchboxen, die machen inzwischen auch deutsche Sonderausgaben für Bücher. Und die haben eine Reihe, die im CBT-Verlag erschienen ist, als Hardcover rausgebracht mit Buchschnitt. Den Buchschnitt werde ich euch dann auch gleich im Anschluss zeigen, aber generell erstmal die Bücher. Und zwar sind es Band 1 und Band 2 der The Inheritance Games. Ich weiß nicht, wie man es richtig sagt. Mein Englisch ist nicht so gut. Genau. Da gibt es den ersten Band und den zweiten Band. Der dritte Band ist noch nicht erschienen. Und nachdem der erste Band bei ganz vielen, auf deren Meinung ich ganz viel Wert lege, sehr gut ankam, es dann die Sonderausgabe aber nicht mehr gab, sondern erst wieder als der zweite Band erschienen ist, habe ich gedacht, okay, jetzt schlage ich zu. Die habe ich schon im Februar oder so vorbestellt. Die kam aber halt erst jetzt, weil jetzt erst der zweite Band erschienen ist. So, und jetzt zeige ich euch kurz die Buchschnitte. Für alle, die noch nicht sehen wollen, skippt einfach mal 30 Sekunden vor. Das sind die beiden Buchschnitte. Sind die nicht wunderhübsch? Und auch hier innen drin sind die sehr, sehr schön aufgemacht. Also ich liebe die einfach. Auch hier. Genau, falls ihr Interesse an den Büchern habt, dann schaut einfach mal, wenn der dritte Band, ich glaube, der sollte im November kommen, vielleicht legen sie dann die ersten beiden auch nochmal als Sonderausgabe auf. Kann ja sein. Genau. Um was geht's? Es geht darum, dass Avery eigentlich nur einen Plan hat, und zwar irgendwie die Highschool überstehen. Und dann ein Stipendium abgreifen. Doch das ist Geschichte, als der Multimillionär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran, Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ich bin richtig gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich bin froh, dass ich den zweiten Band schon hier habe, weil es soll ein sehr fieser Cliffhanger sein, wobei ich nicht glaube, dass es danach besser wird, aber nun gut. Ich freue mich einfach, dass ich die in der schönen Ausgabe noch bekommen habe. Da bin ich wirklich froh drum. Ein Folgeband ist auch eingezogen, und zwar The Matchpie Society. Das ist der zweite Band einer Dilogie. Das ist eine Internatsgeschichte, eine Krimi-Thriller-Internatsgeschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Man braucht am Anfang ein bisschen, um reinzukommen, aber dann wird es richtig gut. Und zwar geht es darum, dass eine Schülerin vermeintlich verunglückt ist. Und ich weiß nicht, wer im Moment... Ivy kriegt ein Einzelzimmer oder hätte ein Einzelzimmer bekommen sollen. Und dann zieht Audrey bei ihr ein, weil Audrey spontan auf der Schule aufgenommen wird. Sie kommt aus Amerika und die beiden müssen sich natürlich erstmal so ein bisschen anfreunden. Und dann taucht plötzlich ein Podcast auf, der eben behauptet, dass der Unfall von Lola, so heißt sie, gar kein Unfall war, sondern dass Lola ermordet worden ist. Und die Matchpie Society steckt da wohl irgendwie mit drin. Wie? Muss ich selber noch rausfinden, ich muss ja den zweiten Band noch lesen. Aber gerade zum Ende hin wurde der erste richtig spannend und ich freue mich sehr, dieses Buch dann bald zu lesen und damit die Reihe abschließen zu können. Weil ich im Juli Gut Schwansee Band 1 gelesen habe und wirklich sehr geliebt habe, es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen,
habe ich mir dann im Urlaub Band 2 gesucht. Wir sind sogar, glaube ich, in 4 Buchhandlungen geeiert, damit ich dieses Buch kaufen kann. Einfach, weil ich unbedingt gleich den 2. Band haben wollte. Ich glaube, den werde ich auch in naher Zukunft anfangen zu lesen. Jedenfalls hoffe ich das. Die 3 Bücher, es sind 3 Bände, sind so aufgebaut, dass jede Geschichte in sich abgeschlossen ist. Sie aber generell aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn man den 2. liest, würde man sich auf das Ende des 1. Bandes spoilern. Wie üblich in diesen New Adult Romance Büchern. Die Protagonisten in diesen Büchern sind ein Ticken älter. Also im 1. Buch waren sie 29 und 33. Was ich aber einfach mal schön und erfrischend fand. Generell sind die Bücher aber sehr, sehr gut geschrieben. Also ich habe, glaube ich, in einer Stunde 120 Seiten oder so gelesen. So viel habe ich bisher noch nie geschafft. Und es hat mir wirklich einfach total gut gefallen. Der Schreibstil war schön. Die Beschreibung der Orte war total schön. Es spielt an der Ostsee auf Gut Schwansee. Und dieses Gut gibt es tatsächlich wirklich. Die Autorin war dort und das hat sie halt einfach so begeistert, dass sie dort ein Buch darüber schreiben wollte. Oder eben eine ganze Reihe. Und im 2. Band geht es um Sina, die im Hofcafé von Gut Schwansee angestellt ist. Mehr sage ich nicht, weil wenn ihr die ganze Reihe lesen möchtet, sollt ihr nicht gespoilert werden. Aber wie gesagt, also den 1. Band kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ein Buch, das irgendwie mir mehrfach empfohlen wurde, um das ich nicht drumherum kam, war Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es soll so ein bisschen Fake-Dating-mäßig sein. Es geht um Olivier, ich habe keine Ahnung, aber sie ist Doktorandin, also es ist eigentlich ein weiblicher Name, also ich kenne halt leider nur Olivia, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht, und die wird dank ihrer Freundin Anne gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und in der Not den erstbesten Mann zu küssen, der über den Weg läuft, was? Ja, aber nicht nur, dass dieser Kuss etwas in ihr auslöst, nein, der Geküsste ist auch noch der Labortyrann von ganz Stanford. Es klingt irgendwie witzig. Ich bin gespannt, wie das sich lesen lässt. Hier muss ich aber tatsächlich sagen, dass ich das englische Cover viel, viel schöner finde. Vielleicht werde ich das mal in so eine Cover-Challenge mit aufnehmen. So viel zu Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Na? 22. war, ja genau, am 22. war Anja Omar zur Lesung in Stuttgart im Thalia und ich war da gemeinsam mit einer Freundin, die auf BookTok und Bookstagram bloggt und zwar unter Leni's World of Books und sie hatte glücklicherweise ein Ticket übrig, sodass ich spontan mit konnte und ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, nur den 1. Band der Reihe zu kaufen. Spoiler, es hat nicht funktioniert. Der 1. Band ist Regenglanz und der 2. Band heißt Nebelschimmer. Und also ich wollte den 1. Band lesen, weil die ja aufeinander aufbauend sind. Das heißt, es macht ja nur Sinn, wenn ich den habe. Sie hat aber aus dem 2. vorgelesen und in dem 2. hat sie ja Teile ihrer selbst eingebaut. Um das kurz zu erklären, Anja Omar ist eine schwarze Autorin und es geht zum Teil eben um Alltagsrassismus und ich fand es sehr bewegend, wie sie vorgelesen hat. Ich fand sie sehr sympathisch. Ich fand die kurzen Sequenzen, die sie vorgelesen hat, einfach sehr berührend und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Buch doch auch mitzunehmen, weil es mir wirklich in dem Moment eine Herzensangelegenheit war, das signiert zu bekommen. Ich kann nicht richtig erklären, warum, aber ich fand es einfach sehr berührend. Ich saß in dieser Lesung, ich habe, glaube ich, noch nie mit Tränen in der Lesung gekämpft. Hier habe ich das getan, aber nicht mal unbedingt, weil Anja das so ja, negativ dargestellt hat oder irgendwie Mitleid wollte oder das gar nicht, aber es hat mich einfach gecatcht, es hat mich einfach sehr berührt und deswegen war es mir einfach super wichtig. Und eine andere Freundin, Sabrina von Bücherwürmchen, auch auf Instagram, hat kurz davor noch sehr von diesem Buch geschwärmt und dann habe ich gedacht, okay, ich überwinde mich, ich nehme es jetzt einfach mit. Ja, und deswegen sind es diese beiden Geschichten. Es geht generell in den Büchern um 3 Freundinnen, die zusammen in einer WG wohnen und die eben alle auf irgendeine Art und Weise ihren Partner finden. Im 1. Band geht es um Alyssa und Simon und im 2. geht es um Kalla und Jasper.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich das hier vorher lese, aber irgendwie will ich mich auch nicht spoilern. Vielleicht höre ich es auch einfach, weil die beiden Bücher gibt es auch auf BookBeat. Ja, mal sehen. Ich werde mich überraschen lassen, aber ja, das war mein Grund, warum ich hier den zweiten Band mitgenommen habe. Ah, genau. Ein Own Voice Geschichtenanteil hat Nebelschimmer. Das war das Wort, der Fachbegriff, der mir gefehlt hat. Und dann hat mich noch ein Rezensionsexemplar aus dem Carlsen Verlag erreicht, und zwar Air Awoken von Elise Kova. Hier lese ich euch kurz den Klappentext, weil mein Kopf ist gerade einfach matsch und ich kann gerade nichts mehr zusammenfassen. Ich weiß, dass es um vier Elemente geht. Das ist ein bisschen an eine Teenie-Serie oder Kinderserie, die wir vielleicht alle mal geguckt haben, erinnern soll. Also so in ganz groben Zügen, und das hat mich einfach angesprochen. Deswegen habe ich mich für dieses Buch beworben und habe es netterweise auch bekommen. Und es hat folgenden Klappentext. Oh. Seit jeher fürchtet Valhalla Magie, bis eine einzige Nacht ihr Leben in der Bibliothek von Solaris für immer verändert. Aldric, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reiches, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Vala sein Leben rettet, erwacht ihre Luftmagie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Denn Vala ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Während sie und Aldric sich immer näher kommen, muss Vala eine Entscheidung treffen, ihre Magie annehmen oder ein für allemal aufgeben. Doch ihre Kräfte sind gefürchtet und könnten Solaris alles kosten. Es wird meines Wissens nach eine Trilogie. Oh, hier steht es leider nicht. Ich dachte, es würde hier irgendwo stehen. Also es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Band, der heißt Firefallen, aber ja, sonst steht hier leider nichts. Ich finde es sehr schön aufgemacht. Achtung, ich zeige euch jetzt den Buchschnitt. Der wurde eigentlich schon offiziell überall gezeigt, aber ich möchte trotzdem, falls ihr auf dieses Buch noch wartet, das kurz ansprechen aus Spoilergründen. Also jetzt werde ich ihn zeigen. Skippt einfach einmal kurz vor, falls ihr es nicht sehen möchtet. Der sieht so aus. Ich finde ihn richtig, richtig schön und ich freue mich auch schon sehr auf dieses Buch. Ich bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Ja, und das war mein letzter Neuzugang im Juli. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich künftig das wieder einfach in einem Quartalsvideo machen kann. Das hat jetzt leider nicht so gut funktioniert die letzten Wochen und Monate. Also, na, der Juni und der Juli waren einfach ein bisschen eskalativer. Ja, naja, ist so, es ist okay. Ich weiß, warum es so ist. Und ich glaube, das hat jetzt vielleicht einfach auch wieder sein müssen, so als kleiner Dämpfer, um wieder daran zu arbeiten. Genau. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, dass ich euch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend wünsche. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.